Lips. Jetzt schon wieder. Übrigens gerade verwirrt. Achso, ne, bin ich nicht. Okay, MC Random. Okay, macht doch Sinn. Ich klicke bei den letzten an. Oder welchen? Ankündigung Katzenfutter, was? Okay, pass auf. Wenn ich 100 Twitch-Zuschauer bekomme, esse ich Katzenfutter. Ja, wow. Ich habe mir schon sowas in der Richtung gedacht. Das ist komplett aus dem Kontext gerissen. Du bist gerade nichts besser als jegliche Zeitung und Medien, News-Seite der Welt. Und Politik vor allem. Du machst das, was Leute verurteilen. Okay. Und nachher hat er 10-mal mehr Follower wie du, weil ihn alle für die Aktion feiern. Bla bla. Welches Hitman spielst du? Ich spiele gar keinen Hitman, ich hab's angespielt. Den ersten. Aber ich glaube, an sowas erinnern sich Leute eher als an einen Typ von PC, der kaum seinen Mund aufbekommt, wenn er mal 80-Personen-Raid bekommt. Was heißt kaum den Mund aufbekommt? Ich glaube, ich habe relativ gesehen fast genauso weitergemacht wie vorher. Fast. Es ist natürlich, wenn du sonst nur, keine Ahnung, drei Leute hast und dann kommen halt auf einmal irgendwie 80 Leute ohne Kontext. Weil halt, keine Ahnung. Es war ja nett gemeint und alles, aber es sind halt Leute, die sich für das Spiel, was ich gespielt habe, oder für die Spiele, die ich spiele, nicht interessieren. Dementsprechend war es halt ein bisschen unnötig. Au. Oh, come on, wieder mein ganzes Leben weg. Leckt mich doch meine Fresse. Klar, natürlich. Es kann sein, dass ein oder der Level gefällt mir jetzt schon nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass ein, zwei Leute von diesen ganzen Leuten halt da bleiben. Aber es ist unwahrscheinlich. Ist die pure Wahrheit. Alle haben es gehört. Ja, definitiv. Hust, Oni, Hust. Ich hab's mir gewünscht. Sonst hätte er es nie ausprobiert. Ja, ist ja die Sache. Abendschnitzel. Ja, ist halt die Sache wieder. Es war halt ein. Was ist das für eine beschissene Stelle? Meine Güte. Katzen, Hähnchen-Snacks. Oh, Pet, geh weg. Wieso kann Pet eigentlich Dings posten? Hat Pet selber auch abonniert? Jetzt bin ich verwirrt. Haben Abonnenten einen Instant-Erlaubnisschein zum Posten von Links? Oder habe ich Pet als. Nee, Pet habe ich nicht als Regular eingetragen. I'm confused. Oder habe ich Amazon Links freigegeben? Egal. Ja, wie gesagt, ohne den. Er hat ja extra für Knallpunkte den Wunsch mit einem Raid. Nein. Okay, so geht das. Gut. Ich möchte bitte hier speichern. Okay. Man kann auch so. Ja. Ja, habe ich. Okay. Dann liegt es vielleicht daran. Aber es wurde nicht angezeigt. Also es kam noch kein Alert. Dann trotzdem danke, Pet. Aber wie gesagt, es kam kein Alert. Vielleicht musst du es noch im Chat aktivieren. Ich glaube, das hatten sie irgendwann umgeändert, dass es nicht mehr automatisch ist. Ja, und dann so und dann nochmal rüber und fertig. Wow. Es ist viel angenehmer, den so umzubringen. Wieso habe ich das nicht eher gemacht? Was ist eigentlich, also. Ach, das war in dem Windkanal, okay. Wow. Okay. Und ich kann dir auch mehr Leute besorgen, das ist das Gute an Punkte-Rate. Ja, der Punkt ist halt, dass ich nicht hingeguckt habe. Ja, dreh mich bitte um. Der Punkt ist halt klar, natürlich. Von diesen Punkte-Rates bei Leuten, die mehr Zuschauer an sich haben, das kann so ein bisschen was bringen, ja. Weil von den 80 Leuten vielleicht sich zwei, drei denken, ja, der ist ja doch ganz sympathisch. Gucken wir mal hin und wieder rein. Aber Punkt bleibt halt, dass die, wenn die. Zwar wenn es ein Nachtstreamer ist, war glaube ich Nachtschicht, ich sah ja glaube ich damals. Wenn er auch nachts streamt, dann bedient er quasi die gleichen Leute, die ich nachts bediene, so gesehen. Der Abschnitt gefällt mir absolut nicht. Dann wären die abends halt eher da.
reinschalten, ich bin tot. Fuck. Eher da reinschalten, als dann bei mir. Weil die Person kennen sie halt, die finden sie sympathischer. Die andere Person ist halt dann quasi der Lückenbüßer, wenn der andere nicht da ist, so gesehen. Ist ja auch kein Problem. Ich bin auch gerade wieder dabei, alte Hering-Let's Plays zu gucken. Jetzt habe ich mir gerade von Ende 2014 Mario 64 angeguckt. Und habe da heute bestimmt 20 Minuten... Wieso ist er nicht nach unten gelaufen? Oh, Ori, du Bitch. Meine Güte. hatte da bestimmt 20 Minuten lang einen Kommentar geschrieben. Unter dem vorletzten Part. Ja. Also viele Sachen, an die ich mich halte so heutzutage. Geht das? Nein, das geht so nicht, wie ich mir denke. Ich merke, warum Flo sagte, dieser Abschnitt. Ich merke es. Ja, keine Ahnung. Es war also die Zeit, da habe ich relativ viele Hering teilweise geguckt. Nein, falscher Knopf. Vielleicht nicht nur Hering, aber relativ viel. Und ich habe mir halt an vielen Sachen ein Beispiel genommen, weil es halt auch hinkommt. Zum Beispiel hatte er, glaube ich, damals erwähnt, Abonnent. Er hält sich da einfach nur fest. Oh, Ori, du. Ja, komm, bring mich um. Ich muss niemanden anbetteln. Ich lasse einfach 10 Stunden Stream im Hintergrund laufen und tausche die Punkte ein und der Raid läuft. Ja, ist ja gut. Wie gesagt, sowas wäre halt auch noch eine Option, die ich einbauen könnte. Ja, klingt blöd. Aber sollte es doch mal irgendwie mehr Leute geben und die kennen irgendwen anderen Kleines, der keine Ahnung, sich über 5 Leute oder so maximal freuen würde, dann kann man das natürlich auch machen. Den Vorteil sehe ich schon. Es ist ja auch eine nette Geste irgendwo. Aber effektiv gesehen bringt das halt gar nichts. In den meisten Fällen. Ja, wie gesagt, bei Hering die Videos halt, die ich jetzt gucke. Keine Ahnung, er hat, glaube ich, was war es? Zum Teil waren es halt Zuschauer, / Abonnenten sind nicht unbedingt Fans. Das Wort Fans mag er absolut nicht. Bin ich auch eigentlich für, weil, keine Ahnung, das fühlt sich so falsch an. Gerade bei so wenigen Leuten, die halt dann anwesend sind. Keine Ahnung. So, und jetzt bleibe ich mal kurz hier stehen. Ja, bei wenigen Leuten ist das Wort Fans mal so eine Sache und ja, keine Ahnung. Dann auch Donations. Dass er keine Donations haben möchte unbedingt. Weil es halt für ihn, die Leute, die er halt vom Namen her kennt, die er länger kennt, die öfter dabei sind, das sind halt Freunde so gesehen. Und der Freunden macht man halt keine Spenden, so gesehen. Und ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß nicht. Das hat mich dann irgendwie damals geprägt bis heute. Nachtpad, ja. So, Yussi, du kannst auch an seinen Schüssen dich abprallen lassen. Ja, ich weiß. Ich weiß, das mit der Spinne weiß ich, aber das ist ein blöder, kleiner Bereich da. Wenn es ein Anhänger, egal ob 5 oder 10, 100.000. Ja. Aber wie gesagt, Leute, die halt vom Namen her öfter da sind, mit denen man ein bisschen mehr schon gemacht hat, sag ich mal. Und, keine Ahnung. Beispiel jetzt du und Flo als Beispiel. Als Fans würde ich euch nicht bezeichnen. Eher als gute Bekannte. Online-Freunde irgendwo. Und ja, bei Hering zum Beispiel war es auch so, da sind dann natürlich auch in den letzten Jahren, vor ein paar Jahren war da dann irgendwie mal Krach mit ein paar Leuten, die seit, ja, die von Anfang an dabei waren quasi. Ist natürlich auch scheiße gewesen. Aber okay. Kann halt passieren, sind halt normale menschliche Sachen. Ich glaube, unser Oni möchte von unten die Tür kaputt machen, aber da gibt es eine Mechanik von der Wand, schnell abzuspringen. Wie als wenn er vom Boden springt. Ja, das Ding. Aber es, nee, hä? Das geht von Wand doch gar nicht, oder? Moment. So. Das ist jetzt der Supersprung, der geht aber nur vom Boden aus. Da habe ich wieder Schaden genommen. Halt, was? Moment. Aha. Nee, was war das jetzt? Was steht da jetzt auf? Nee, jetzt hat er den nach oben. Moment. Das sieht interessant aus. Was mache ich da? Tür, Tor. Ja. Um das Thema abzuschließen. Wie gesagt. So ein bisschen hat mich das halt bei Hering damals geprägt. War auch nichts Schlimmes. Ich sehe es halt irgendwie auch so. Keine Ahnung. Alles, was halt dann kommt, so wie irgendwie Abos oder so oder Bits hin und wieder, das sind dann halt, keine Ahnung. Das kann man dann wohl ganz gut annehmen.
Ich habe ja auch keinen Donation-Link irgendwie, ja, verlinkt unterm Stream. Weil direkt Donations, keine Ahnung. Wenn es vielleicht mal irgendwann so 20, wenn man zwischen 10 und 30 Leuten sind, die effektiv in jedem Stream anwesend sind, dann ist ja auch mehr oder weniger irgendwann die Spreu vom Weizen getrennt, weil dann hat man halt ein paar von den Leuten, die halt wirklich, wow, herausstechen, mit denen man auch was macht oder so. Und der andere Rest, der ist halt dann, ja, der ist halt einfach nur zum Anschauen dabei, von den Streams. Dann kann man eventuell drüber überlegen, einen Link drunter zu packen. So, und jetzt überlege ich gerade. Au. Okay, das ist mein Heaven. Mein Speicherpunkt. Oh, Gott sei Dank. Bring da mal, wenn du zielst. Ja, das ist ein bisschen viel Multitasking, aber ich versuch's gleich. Das werde ich wahrscheinlich hier machen müssen, sogar jetzt. Scheiße. Wow. Okay. Speichern. Ja, weil es jetzt halt noch so eine Art Freundebasis ist. Es ist halt was Persönliches, weil wir halt die ersten Fans sind, die aktiv noch da sind. Wäre ich dazu gekommen, wenn du schon 50 Zuschauer hättest, wäre das vermutlich schon anders. Sag ich ja, das ist das, was ich meine. Und, das ist natürlich, das kann man nicht auslassen. Das habe ich bei, Granny mitbekommen. Der ist ja nach und nach mit seinen Smite-Streams immer größer geworden. irgendwann für meinen Geschmack zu groß, dass es für mich da nicht mehr gemütlich genug war, bei ihm im Stream rumzuhängen. Weil zum einen hat er halt nur noch alleine gezockt, ohne uns im Discord. Und zum zweiten, es waren dann halt irgendwann zu viele Leute da. Klar, dann hat er halt seinen Sonntag immer... Oh Gott, meine Stimme geht weg. Ja. Er hat dann zwar sonntags seine Community-Streams gemacht, aber das war mir auch dann zu blöd. Ich meine, wir kannten uns, bevor er gestreamt hat, haben davor gezockt. Und ich stelle es blöd, möchte ich anmerken. Das war mir dann halt auch zu blöd, dann am Community-Stream-Tag quasi mich dafür zu melden, dass man mit ihm mitspielen kann, in Anführungsstrichen. War mir zu blöd. Ich weiß nicht, ich bin jemand, der dann irgendwann, wenn dann eine gewisse Zeit mit Leuten irgendwie zusammen was gezockt hat oder sonst irgendwas gemacht hat. Keine Ahnung, vielleicht auch Schule oder so, sag ich mal. Der ist dann so ein bisschen anhänglich, je nachdem. Und ich gewöhne mich nicht gerne an neue Leute. Aha, und jetzt muss ich das machen. Gut. Das war jetzt quasi das Tutorial dafür. Nein, ich... Oh, Ori, du sollst doch nicht laufen, du sollst nur zielen. Eieiei, ist das knapp bemessen teilweise. Aber gut, es ist machbar. Ey, ich bin fast fertig. Cool. Der Teleportpunkt da hinten ist übrigens echt extrem beschissen gewählt, möchte ich anmerken. Ja, bei Granny war halt das Problem dann irgendwie... Es waren mir dann irgendwann zu viele... Dann habe ich irgendwann selber halt, weil ich besseres Internet hatte, hatte ich dann auch aktiv gestreamt und nicht nur Videos aufgenommen. Und dann hat man sich auch so ein bisschen auseinandergelebt, sage ich mal. Keine Ahnung. Und dann gleiche mit Shinky, sage ich mal. Der hat zwar letztens nochmal wieder geschrieben gehabt, kurz, aber ja, ich weiß nicht. So wirklich zusammen zocken tut man auch nicht mehr, weil, keine Ahnung, meldet sich nicht. Und ich habe keine Lust, immer hinterher zu gehen und quasi nachzufragen und zu nerven. Also in Bezug auf Smite jetzt. Als Beispiel. Habe ich eigentlich jetzt hier 100%? Ne, 96. Moment. Ist das jetzt... Warte, bevor ich irgendwas mache, setze ich hier einen Speicherpunkt. Ist das eine gute Idee, was ich hier denke? Ist hier irgendwie ein Item? Nein, es ist keine gute Idee. Brauchst du, wenn du an der Wand bist, nicht diese eine bestimmte Taste drücken. Meinst du LT? Das kann sein. Aber es ging auch ohne. Zielen sollte reichen. Okay. Hallo, du Schlüssel. Kein Wunder, dass Kuro diesen Ort meidet. Der Sonnenstein lässt noch immer das Licht erstrahlen, das sie so fürchtet. Ja, die arme Kuro. Ihre armen Kinder. Ich bin ja gespannt, wie das aufgelöst wird. Ob das Licht wirklich böse ist oder so. Gut, ja, Steinchen. Komm zu mir. Der Gipfel der Welterrungenschaft. Du hast den Sonnenstein gefunden. Mit dieser legendären Rune bekommst du Zugang zum Horuberg.
Ja, wo ich vor irgendwie ein paar Stunden schon mal war. Vom drei Streams oder so. Oh, neue Sequenz. Oh, unser Heim. Unsere Ziehmutter, die. Oh. Okay. Okay. Oh. Ihre Reise inspirierte selbst jenen, der Zweifel hatte. Gummo hatte einen Ort gefunden, zu dem er gehörte. Mit Hilfe des Sonnensteins können wir jetzt die Tore des Horubergs passieren. Aber spürst du das Beben und Donnern der Erde? Der Horuberg ist kurz davor, Feuer zu spucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. 96% auf dem Trauerpass. Wo fehlen mir 4%? Und wo fehlen mir da die 5%? Gut, die eine leuchtende Stelle da noch, aber trotzdem. Ja, hier habe ich alles eingesammelt, da war ich schon. Gigioni. Ich habe jetzt übrigens meinen Feuerballhandschuh weiterentwickelt. Was für ein Feuerballhandschuh? What? Ja, wie gesagt, Geschichte mit Granny und so weiter, die habe ich schon ein paar Mal erzählt und so weiter. Ist eine alte Leier. Im Endeffekt, ja. Ist mittlerweile alles okay. Habe halt nicht mehr viel mit Granny zu tun. Und, ja. Wie gesagt, wenn man sich halt nicht meldet, dann ist das halt so. Also jetzt nicht nur Granny, sondern auch Shinki zum Beispiel. Wenn sie nicht jetzt nachfragen, ob man was zocken möchte, wie Smite. Ach ja. Pff. Naja. Schade ist es, aber egal. Moment. Nein, falscher Knopf. Kann ich irgendwie hier was entdecken? Nein, ich werde wieder sterben. Erst war es ja nur ein normaler Feuerball. Der ist aber ein bisschen unpraktisch, weil wenn man den beim Balancieren aus der Hand verliert, kann man damit schnell mal ein Haus abfackeln. Wenn was Brennbares in der Nähe liegt. Okay. Ja. Ich weiß trotzdem, für was du einen Feuerballhandschuh brauchst und aus was der Feuerball besteht. Aber okay. Kann ich. Ne, in die Richtung kann ich jetzt immer noch nicht. Das ist die Frage. 96%. Kann ich da zum Teleporter zurück oder macht das keinen Sinn? Ich meine, der Weg nach unten ist, glaube ich, deutlich einfacher als bis zum Teleporter, oder? Ist wahrscheinlich. Gott, jetzt kleben meine Lippen vernehmen. Wieder mal. Das ist ja ekelhaft. Es stört mich gerade eine Sache. Mich stört die Sache, dass ich 96% habe, aber meines Wissens nach überall hier war. Okay, ich hab nichts gesagt. Und fehlt noch die eine Stelle. Okay, ich weiß, wo meine 4%, glaube ich, fehlen. Hui und. Halt, ich bin zu weit unten, oder? Nee, noch nicht ganz. Hui. Hui. Diese ganzen Stellen dazwischen sind so ein bisschen nervig. Wenn man einfach nur nach unten durchjeten möchte. Ja, scheiße, Moment. Okay, Knopf gedrückt halten, zurückschießen. Knopf gedrückt halten, zurückschießen. Und zurückschießen. So. Warte, an der Wand festhalten. Und dann. Ah, okay. Aber es geht halt auch nur in einem bestimmten Winkel. Es geht. Wow, oder? Ja, doch, es geht nur in 180 Grad. Ne, nach unten geht es halt auch nicht. 90 Grad Winkel kann man dann abspringen. Ein beschränkter 90 Grad Winkel. Vergessen mal den A-Knopf dann zu drücken, wenn ich das mache. Ja, wow, okay. Besser als gedacht. Alalala. Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Wow. So,
Setzen wir hier nochmal einen Respawn-Punkt wegen der scheiß Krähe da oben. So. Das, meine Feuerdinger. Entwendungsbereit. So, was gibt's jetzt hier noch? Ein Live-Orb. Okay. Meisterwächter. Du hast eine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Ja, das bringt in dem Spiel leider rein gar nichts, weil man keine Defense hat. 99%. Ist das euer scheiß Ernst? Wo soll mir jetzt hier 1% fehlen, bitteschön? Das ist doch verarscht in dem Spiel. Wieso kann ich... Mein Controller ist ausgegangen. Wieso ist mein Controller ausgegangen? Ist mein Akku vom Controller leer? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es war einfach nur ein Verbindungsabbruch. Wow. Also das ist wirklich... schlimm. Das ist im Grunde ein Ball gefertigt aus Baumwollstoff. Wird in FZ-Benzin getunkt, ist er dann quasi befüllt, gemischt und mit einem Polyvinylsulfat-Gemisch. Ich möchte jetzt Appreciation dafür haben, dass ich das Wort aussprechen konnte, ohne zu haspeln. Und dann kann man ihn anzünden und auf der Hand balancieren. Ach so, okay. Mein Controller ist schon wieder ausgegangen. Moment, ich hole mein Ladekabel. Hopp. Also ich sag mal so, in solchen Momenten bin ich ganz froh darüber, dass meine Tastatur einen USB-Anschluss hat. Wow. Das macht das Gamepad aufladen und gleichzeitig nutzen am Rechner deutlich angenehmer als über den PC selber. Zumindest bei so einem kurzen Kabel. Zack. Ja, komm, rein da. Gut. Und den kann man auch werfen. Ich habe jetzt, was? Ich habe das jetzt aber in einer PBI-Handschuh integriert, weil das besser aussieht und man nichts balancieren muss. Okay. Sehe ich da etwa ein Mario-Cosplay incoming? So irgendwie, ganz leicht. Oder ein Feuermagier-Cosplay. Geh weg. So. Mal im Ernst. Wo zum Teufel soll mir jetzt noch 1% fehlen? Kann man dafür nutzen, ja. Ja gut. Hier, die kleine komische Ecke hier. Nein. Natürlich nicht. Okay, ich werde wahrscheinlich keinen 100% Run machen. Und wenn ich einen 100% Run mache, garantiert nicht im Stream. Wow, wow, ich lebe noch. Wow. Jetzt weg hier. Nein, jetzt ist es ein... okay. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Ich glaube, die 100% werde ich entweder nach dem Finale dann machen, wenn überhaupt. Oder für mich offline irgendwie nebenbei, wenn ich Langeweile habe. Jetzt nochmal die ganze Map absuchen für 1%. Das kann nur so ein versteckter kleiner Kammerbereich sein mit so einer kleinen orangenen Kugel drin. Und das ist mir irgendwie dann doch zu aufwendig. Wow. Weil man dafür halt entweder die Karte komplett auswendig kennen muss, eine Vorlage haben muss oder alternativ halt den Skillpunkt dafür nutzen muss. Und ich habe schon gelesen, man kann ohne Farmen von Gegnern nicht das Spiel 100% abschließen mit allen Skillpunkten. Das sind 2 Stunden nach 1% suchen. Deswegen sage ich es ja. Da ist mir die Zeit dann doch zu wertvoll für, also die Streamzeit. Da mache ich lieber noch irgendwas anderes dann. Wenn ich nebenbei Videos gucke und nichts Besseres zu tun habe, dann kann man sowas mal machen. Aber so komplett aus dem Stegreif, einfach nur, weil man möchte. Achso, stimmt, jetzt kann ich ja hier die anderen 1% holen. Ja, gehen wir jetzt nach unten. Ich glaube, schneller. Hui! Ach, der mit seinen komischen Kack-Stachelbällchen hier auf dem Boden immer. Jetzt macht alles Sinn. Jetzt weiß ich, wie ich an die ganzen anderen Sachen rankomme, die mir fehlen. Was war das eigentlich jetzt? Eine Fähigkeitenzelle. Cool.
Sieht auf jeden Fall sehr spektakulär aus, ist aber auch nicht ganz ungefährlich. Beziehungsweise man sollte es jetzt keinen Kindern geben. Wenn man das selbst mal gemacht hat und keine Angst vor der Flamme in eigener Hand hat, ist das dank der unbrennbaren PBI-Fasern eine ziemlich sichere Sache. Ja, wie gesagt, ich stelle mir das auch interessant vor, aber ist so eine Spielerei, die ich jetzt nicht unbedingt nachmachen müsste. Ist cool anzusehen, vielleicht mal einmal in der Hand zu halten, aber jetzt auf Dauer. Ist halt für Cosplays eventuell ganz interessant. Mit dem Vorbemerk aber, dass das bei Cosplays auf Conventions eventuell nicht ganz legal sein könnte. Weil du halt in der Öffentlichkeit mit einer offenen Flamme quasi rumrennst, in Form einer kleinen Kugel, die du halt jederzeit auf irgendwen drauf werfen könntest. Wenn du Langeweile hast. Ist doch nicht euer Scheiß Ernst! Kill mich, komm! Ah. Ja klar, eventuell. Nein, nein, nein. Ja, ich sag ja. Ich gehe mal davon aus, wegen aus öffentlichen Sicherheitsgründen ist es wahrscheinlich schon deswegen untersagt, solche Cosplay-Utensilien zu nutzen. Wäre natürlich extrem geil, sage ich mal, rein für den authentischen Aspekt. Aber wird wahrscheinlich halt wegen der Sicherheit und so weiter extrem verboten sein. Ich meine, ich kann es auch nachvollziehen. Aber es ist genauso wie mit, keine Ahnung. Ja. Im Endeffekt, es sind ja Stichwaffen, sind ja eigentlich nicht erlaubt, soweit ich weiß. Aber was ist, wenn ich jetzt einfach Messer einkaufen gegangen bin? Ist ja auch eine Stichwaffe quasi, so gesehen. Ein normales Messer. Von daher, klar, solange es halt in der Verpackung ist und im Auto, sag ich mal, nach dem Einkaufen, ist okay. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung. Au, dumme kleine Krähe. Ich mag den Abschnitt hier nicht. Wenn du es jetzt auspackst, um es direkt zu testen für ein Brötchen oder so, ja, keine Ahnung. Auch wieder so fragwürdig dann irgendwie. Genauso wie damals, man darf ja auch zur Sch Minute ja zur Schule, verdammt. Auch keine Sachen mitnehmen eigentlich. Auch eine Fähigkeitszelle, ja. Habe ich jetzt 100% hier. Tatsache, 100% Teil des Windes. Halleluja, ich bin glücklich. Ja, durfte man ja eigentlich auch keine spitzen Sachen mitnehmen. Ja, toll. Was macht man denn, wenn man Ende des Jahres, Anfang des Jahres das gemeinsame Frühstück hat? Das war jetzt blöd. Ja, natürlich, man kann einfach normale Brotmesser mitnehmen. Aber selbst ein Brotmesser oder selbst ein Löffel ist eigentlich so gesehen extrem gefährlich, weil du kannst halt auch mit einem Löffel jemanden das Auge ausstechen, wenn man es ganz genau nimmt. Es ist vielleicht nicht ganz so, ja, keine Ahnung, so smooth wie mit einem Messer. Aber ich meine, keine Ahnung, ein Löffel kann auch wehtun. Du kannst einen Löffel halt ins Auge reinstechen. Teilweise das Auge sogar besser auskratzen als mit einem Messer. Wenn man es ganz genau nimmt, sag ich mal. Klar, klingt ein bisschen nach Science Fiction. Aber mit ein bisschen Kraft kriegst du halt locker den Löffel ins Auge. Von daher ist selbst ein Löffel halt schon eigentlich eine gefährliche Waffe. Je nach den Umständen halt, wie man es betrachtet. Du bist etwas arg unsicher. Überleg mal, die fällt aus der Hand und im besten Fall dann auch noch auf einen Vorhang. Du fackst die ganze Bude weg. Aber den Handschuh kannst du ja nicht werfen. Und das ist im Grunde so. Sobald du die Faust schließt, erlischt das Feuer. Du kannst es ganz einfach ersticken. Wieder anzünden, wie du willst. Ja, wie gesagt, für solche Spielereien wäre es ganz interessant oder für Fotos, für private Cosplay-Fotos ganz gut vielleicht. Aber da hat wohl jemand Erfahrung damit, Augen auszulöffeln. könnte man meinen, aber nein. Es ist einfach nur ein Gedankenkonstrukt. Sollte man echt mal irgendwie Probleme haben. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe letztens irgendwelche Galileo-Videos geguckt, da hieß es, dass in irgendeinem Land die Frauen in ihrer Handtasche immer einen Löffel dabei haben. Angeblich war das ja, um den Löffel als Schminkspiegel zu nutzen unterwegs. Definitiv. Nee, wie gesagt, das ist, ja. Theoretisch ist es möglich, wenn man mich fragt. Praktisch wahrscheinlich auch. Aber, naja. Klar, ein Messer ist natürlich einfacher zu nutzen und die gefährlichere Stichwaffe für Schnitte und Wunden und alles drum und dran. Aber wenn du wirklich jemanden verletzen möchtest oder verstümmeln möchtest, kannst du auch einen Löffel nehmen. Und wenn du einen Löffel jemanden stark gegen den Kopf wirfst, das kann auch wehtun. So gesehen. Ich weiß nicht.
Nebenbei habe ich vorhin mal ganz kurz in einen Guide reingeguckt, wie man im Late Game noch leveln könnte, theoretisch. Das mache ich jetzt nicht, aber die Theorie wäre halt, gegen das Ding durchspringen, aufladen, dahin dashen, zurück, aufladen, das Ding zerstören, eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht selber killen würde dabei. Also wenn man es kann, dann könnte man so ab jetzt quasi leveln. Das sind dann irgendwie 1000 XP pro Minute oder so. Laut dem Video, was ich gesehen habe. Turbosprint. Gib mal her. Achso, den muss ich aber auch aufladen. Okay. Okay, das könnte mir jetzt gefallen, der Angriff. Halt, warte mal. Kostet der Mana? Der kostet Mana. Oh, leck mich, Spiel. Und das Polyvinylsulfid-Chlorid-Gemisch, Irks, ist auch sehr geil. Das ist keine gelbe Standardflamme, wie du vielleicht denkst, sondern das gibt der Flamme im wahrsten Sinne des Wortes Farbe. Okay. Achso, also so eine bunte Flamme quasi oder was. Ja, wie gesagt, geht's dir noch ganz gut, wie viel Schaden du halt machst? Wow. wo war ich eigentlich gerade stehen geblieben? Das habe ich gerade gesagt, bevor ich mit den Fähigkeiten angefangen hatte. Ach ja, AFK-Leveln. Man könnte halt hier AFK-Leveln auch, indem man sich hier zwischenstellt. Ja. Man kann sich wohl hier reinstellen. Und ja, das Ding killt sich halt jetzt die ganze Zeit selber. Durch den Magneten kriegt man die EP. Also man könnte halt jetzt sich hier AFK hinstellen und immer 60 EP, glaube ich, bekommen. Wenn überhaupt 60. Ich glaube, er hat geschrieben 60 pro Minute oder 1000 pro Minute. Je nachdem, welche Variante man macht. Die AFK-Variante ist offenbar die schwächere halt. Oh, scheiße. Ja. Die AFK-Variante jetzt hier, das war dann die mit 60 XP pro Minute. Wahrscheinlich 10 EP pro Kill oder so, gehe ich mal von aus. Willst du dich verarschen spielen? Falscher Knopf. Okay, ich kann nicht durch ihn durchdashen. Das ist keine gute Idee. Achso, mit dem höheren Sprung kann man jetzt auch viel einfacher da vorne weiterkommen. Oder einzelkoloriert geht auch. Ja gut, wenn man halt, glaube ich, die Temperatur anpasst. Was war das für ein Geräusch? Ist da oben noch was gewesen? Moment. Okay, das habe ich eingesammelt, okay. Ja. Also das wäre jetzt so ein AFK-Level-Ort. Das hier ist quasi das letzte Gebiet des ganzen Spiels, so gesehen auch. Was interessant ist, weil ich habe das halt schon vor, wer weiß wie langer Zeit gemacht. Und das war jetzt, glaube ich, eventuell blöd. Ja, das war blöd. Moment. Das war am letzten Mal stylischer. Genau, so war das. Ich musste euch ja dafür nutzen, irgendwie. Kann ich das eigentlich in der Luft auch nutzen? Nee, kann ich nicht. Geht in der Luft nicht. Wieso ist der jetzt kaputt gegangen? Oh, come on. Ja. Ja, das ist gut. Egal, einfach rüber, einfach rüber, einfach rüber. Moment. Ah, Moment, ja, kommt gerade eine Idee. Jetzt habe ich ja die komische Fähigkeit. Kann ich jetzt? Nee, kann ich nicht. Drinnen ist noch irgendwie was ich einsammeln kann. Wie komme ich da ran? Erstmal einen Punkt hier setzen. So. Wie geht das? Ach, so geht das. Okay. Habe ich jetzt 100%? Ne, 96 immer noch. Okay. Wo fehlen mir denn jetzt noch Prozente hier? Ja, das wären die letzten Prozent, die ich hätte. Okay. Hilfe. Ist das dein verschissener Ernst?
Wow. Wow. Bitte einmal killen, danke. Nee. Ist auch schön. Kaum ist Pat offline gegangen, sind alle auf einmal weg. ja. Och, come on. Ich hasse dieses grüne Mistvieh. Ich gehe in den Tempel nicht mit Lowlife rein. Das könnt ihr vergessen. Ich weiß, was Tempel mittlerweile in diesem Spiel anrichten können. Dementsprechend. Nur mal sicher. So, hier. Roll da runter. Jetzt lass mich in Ruhe. Danke. Vincent, es führte sie an diesen verlassenen Ort. Jetzt macht auch der Abschnitt hier mehr Sinn als mit der komischen Kugel. An den Toren des Horubergs wurde eine schwierige Entscheidung getroffen. Okay, was für eine Entscheidung. Will ich das überhaupt wissen? Ist das Kinderohren geeignet? Ich gehe davon aus, dass Uri noch ein Kind ist, oder? So. Mal hier einen Speicherpunkt. Wie viel Prozent? 96. Wo fehlen denn hier oben jetzt 4%? Ja gut, da hinten rechts, ja, da in der Mitte vielleicht irgendwie was versteckt noch. Egal. Einer. Was? Muss ich X drücken oder was? Ach, ich kann ja noch eine Ebene höher springen. Ach so, sagt das doch meiner. Drücke X, um den Sonnenstein einzufügen. Mach ich. Dip. Ibels Wärmequelle, ihr ganzer Ruhm ist ausgebrannt. Lass uns vorsichtig sein, denn viele, die hierher gekommen sind, kehrten niemals zurück. Na klasse. Ins Feuer, Errungenschaft. Der Horuberg. Fällt mir jetzt schon nicht. Das Element der Wärme ist nah, doch der Berg, so habe ich ihn noch nie gesehen. Wir sind so weit gekommen, haben so viel verloren. Du darfst jetzt nicht aufgeben, wir müssen uns ins Gefecht stürzen. Okay. Klingt nach letzter Dungeon, gleichzeitig Finale irgendwie jetzt, aber okay. Nein! Okay, da ist nichts. In der Richtung. Ist hier irgendwas? Ist das eigentlich... Ja, das tut weh. Ja, na komm. Okay, Lava killt also instant. Ist das richtig? Wunderbar. Und auf den... Es ist ein Lavafall im Vordergrund. Oh. Ja, und jetzt... Oh, komm, kill mich halt nochmal. Ist das nervig. Was soll ich denn jetzt... Oh, Mann. Jetzt muss ich echt die ganze Zeit da springen und kann nicht in Ruhe stehen bleiben. Oh Gott. Oh Gott. So, das Ding wird heiß. Akzeptiere ich. Nein. Irgendwie nicht. Kann ich hier stehen? Ja, hier kann ich in Ruhe stehen. Gut. Das ist extrem nervig. Was ist das für ein Ding? Keins, worauf ich stehen kann, oder? Ich kann es kaputt machen und dann kann ich danach drauf stehen. Okay. Oh Gott, ist das ein... Okay, von den Geschossen kann ich mich nicht abprallen lassen. Das ist ein sehr nerviger letzter Dungeon. Also Dungeon Anführungsstrichen. Okay, Hilfe, 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 Hilfe. Oh Gott. So. Ich muss springen. Es geht nicht ohne springen. Okay. Jetzt lass mich da hinten hin. Danke. Kann ich hier irgendwas machen? Von hier aus. Nein, aber ich kann auch keinen Safe Point hier setzen. Fuck. Oh, das könnte jetzt hart werden. Der Bereich. Der gefällt mir nicht. Oha.
Andererseits bräuchte ich ihn auch nicht kaputt machen, weil er tut mir ja nichts. Außerhalb von seiner komischen Sphäre hier. So. Nein, ja, doch. Okay, speichern. Machen wir einfach so. So. Und wieder hoch. Dein Ernst, durch den Schaden bin ich dann rübergefallen. Wow. Oh Gott. So. Ist der Dungeon eigentlich groß? Nur so aus Interesse. So. Da unten geht's auch weiter. Will ich erstmal da unten gucken gehen. Okay, hier ist auch ein Kristall. Und hier ist wieder ein Lavafall. Das heißt, das ist wieder relativ uninteressant, der Weg. Aber zumindest habe ich da schon mal richtig gut in den Griff bekommen, wie ich hier hochkomme. Wow! Da oben ist ein Live-Ding. Da würde ich eigentlich ganz gerne hin, weil... Komm ich da hin? Ne, komme ich nicht. Wenn ich da nämlich hinkommen würde... Wow, wow, ja, dann könnte ich da nicht mal wieder einen Safe Point setzen. Ja, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Scheiße, scheiße. Nein, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Oh Mann. Kann ich eigentlich... Nein, das geht auch nicht. Okay, er lebt wieder. Okay. Es stört mich nur aus einem Grund der ganze Bereich hier, weil ich mich in Ruhe mich umgucken kann. Aber ich kann auch hier eigentlich jetzt einen Safe Point setzen, oder? Ja, kann ich. So. Fuck. Ich überlege gerade, was mache ich eigentlich morgen denn, wenn ich jetzt heute Ori durchspiele? Morgen habe ich noch einen Tag frei. Danach habe ich 3 Tage Schicht und dann habe ich den restlichen Monat Urlaub. Was mache ich morgen denn? Vielleicht morgen an den Mario Hack weiterspielen? Und mal gucken. Meine Nase kribbelt. Also Mario Hack wäre eine Option. Mit falscher Knopf. Bis ich mir den nochmal wieder angucke dann. Ansonsten... Ja, keine Ahnung. Will die Hatcher vielleicht mal beenden endlich? Mir gefällt das nicht, dass ich hier keine Karte bisher habe. Ich will wissen, wo ich hier noch hin kann, überall. So, was gibt's hier denn? Ach so, hier bringt das Lenk gar nichts. Okay. Da war ich ja hier schon ganz richtig. Lass ich raten, ich muss irgendwie die Lava ausschalten. Danach kann ich hier erst die ganzen optionalen Wege gehen. Ach stimmt, und die Feder hatte ich beim letzten Mal auch nicht, wo ich in dem Gebiet war. Vergesse ich schon wieder ganz. Hätte ich das Kartenfragment schon irgendwo ja haben sollen? Okay, ich habe jetzt ja hier oben einen Safe Point. Ich gehe jetzt mal nach unten und gucke, ob ich irgendwo ein Portal herbekomme. Ja, ein Kartenfragment. Hier ist definitiv nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Da ist auch nichts und da hatte ich jetzt irgendwie gerade... Wow. Wow. Moment. Ja, das sind ein paar viele gerade. Okay, da ist der Lavasee. Da hätte ich Pause machen können. Da ist nur das Heildingens. Hier ist wieder der Spawn. Hier gibt es eigentlich... Nee, hier ist nichts. Also, mich würde es wundern, wenn ich jetzt hier irgendwas finden würde. Nee, da ist glaube ich nichts mehr. Okay. Okay, okay. Speichern. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. So, jetzt. Was ist das hier? Zum Betreten? Bitte was? Will ich noch weiter hier rein?
Eigentlich würde ich viel lieber gucken wollen, was jetzt hier ist. Aha, hier ist so ein Ding. Ja, und hier ist noch ein Tor. Links oder rechts? Euer Scheiß Ernst? Wow. Er hat mich echt da abgeschossen. So, gut. Dann ich mal hier rein. Während sie im Flammenmeer des Horubergs um ihr Leben kämpften. Oh, what? Oh nein. Der Gumo-Typ hat unsere Ziehmutter wiederbelebt und hat sie jetzt quasi in die Gefahr gebracht zu uns. Na klasse. Aber sie bedankt sich trotzdem bei ihm. Aber deswegen hat er die Kugel geklaut. Aber speziell nur um sie zu heilen? Wünscht Naru sich einzeln an ihr Kind wiederzusehen. Okay, ich dachte, wir dürfen jetzt die beiden da spielen, aber es war nur eine Sequenz. Bin ich noch auf dem Berg drauf? Der Huru-Berg. 5% erst? Oh Gott. So. Ah, das sieht jetzt nach zwei Wegen aus oder so. Okay, weiter nach oben geht's auch nicht. Falls eigentlich übrigens irgendwer ein Thema hat, worüber man noch labern könnte jetzt, wäre dankbar. Denn mir selber fällt jetzt gerade kein Thema ein. Ja, kenn mich. Mir selber fällt jetzt gerade kein Thema mehr ein. Dementsprechend werde ich mich jetzt eigentlich, falls es ging, gerade nur auf das Spiel konzentrieren. Ist auch mal hin und wieder ganz schön, aber vielleicht nicht ganz so. Fällt mich. Wow, okay. Wenn ich mich zumindest aufs Spiel konzentrieren würde. Ja, okay, machen wir so. So. Und dann. So. Ja, das sieht böse aus. Wo ist jetzt hier das Problem? Okay, diese Felsen scheinen instabil zu sein. Durch mein Licht können wir sie vielleicht nutzen, um das Ausbrechen der Lava aufzuhalten. Ah! Drücke, um seins Licht zu nutzen. Okay. Das ist der ganze Aspekt jetzt hier, weswegen man die linke und rechte Hälfte hat. Rechte Hälfte ist jetzt also quasi Lavafall befreit. Ah! Okay, das gefällt mir. Man muss wahrscheinlich jetzt aber Ebene für Ebene machen. Oh. Das sieht nach Geheimweg aus. Weil hier ist ein Mana-Orb. Moment. Zack. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie. Yay. Wie viel brauche ich davon noch? Zwei noch. Okay. Noch irgendwas versteckt? Nee. Hopp. Gut, dass ich die gefunden habe. Kann ich darauf stehen? Ja, kann ich. I, und jetzt den Weg zurück. Okay, das könnte jetzt ekelhaft werden. Wow! Okay. Sieht gefährlicher aus, als was es ist. Ori, halt dich doch daran fest! Ori, du dummes, kleines Tier. Ja. Ori, halt dich doch fest. Nicht abrutschen. Was mache ich da? Falscher Knopf. So rum. Ah. Aua, ja. Das bringt mich halt um. Eieiei. Okay, aber hat zumindest automatisch da gespeichert. Das heißt, ich habe nichts. Halt! Habe ich den Mana-Orb noch? Mana-Orb noch? Gucken. Nochmal sterben, bitte. Nein, ich hatte den Mana-Orb nämlich nicht mehr. Ich hab ihn fast vergessen. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. So. Runter. Dann halt hier unten. So.
Wow, und rüber. So. Wieso habe ich nicht einfach die rechte Wand benutzt? Das wäre so einfach gewesen. Ja, ist aber ein Problem. Moment. Aufladen. Und so. Ist doch ganz einfach. Das darf ich jetzt wahrscheinlich auf jeder Seite machen und dann immer wieder abwechselnd pro Ebene. Au. Okay, laufen war verboten. Okay. Zack. Betreten. Was haben wir hier zu Anfang? Was geht hier ab? Hier sind Laserstrahlen des Todes. Okay. Gefällt mir nicht so ganz, aber von mir aus. Sieht gefährlich aus. So, Schalter. War das richtig? Ich hoffe, das war richtig. Er scheint richtig gewesen zu sein. Okay, und jetzt kann ich hier reinstampfen, damit auch der Lavafluss aufhört. Okay. Cool. Das war jetzt doch einfacher als gedacht. Jetzt ist die Frage, ist jetzt hier auch irgendwo was versteckt? Moment. Ori, lad mal deinen Sprung auf. Der Bereich ist eigentlich relativ klein. Ach, die komischen Laser haben aufgehört. Okay, hier ist ein komischer Kopf. Lava ist jetzt auch hier unten weg. Also ich hätte damit gekriegt, dass hier unten irgendwas ist. Ja, nee. Nee. Nö. Hier ist absolut gar nichts. Okay. Hm. Schade. Ach komm, was mache ich da? Okay, es wird sogar ohne jegliche Hilfen gehen. So, speichern. Ich würde gerne das Kartenfragment haben, damit ich hier sehen kann, wo welche Sachen sind. Wobei das auch... Na, ich habe die Mana-Fähigkeit, glaube ich, gar nicht. Die Mana-Orbs gar nicht sehen. Der nächste Skillpoint wäre Dingens-Orbs. Aua! Ihr dummen Fucker. Ja. Der nächste Punkt wäre dann halt erst, Lebensorbs sehen, aber Lebensorbs habe ich ja alle. Stimmt, eventuell wäre noch ein folgendes Projekt, was interessant werden könnte. Vielleicht auch mal Pokémon Mystery Dungeon, zumindest anspielen. Das habe ich ja auch noch gekauft. Wäre eine Option, aber da ist auch wieder so viel Gerede, muss ich wieder so viel vorlesen. So. Was sehe ich hier gerade nicht? Muss ich die vielleicht kaputt machen? Oder was muss ich hier machen? Okay. Ich muss die zerstören. Tatsache. So. Geht die nicht, wie es scheint. Okay. Ich habe Angst, dass ich hier irgendwie orangene XP-Dinger übersehe, weil ja alles rot-orange ist im Hintergrund. Was? Ach, ich muss euch jetzt alle kaputt machen, kann das sein? Kann das sein, dass ich euch alle kaputt machen muss? Damit ich jetzt auf der anderen Seite weiterkomme? Aber ihr hattet halt nur einen aus, okay.
für dich Reflexion. Ja, das scheint so der Fall zu sein. Unten war da auch noch einer. Wo ist der da unten hin? Ja, und jetzt dich reflektieren. Mann, bin ich gut. Wenn ich nicht nachdenke, dann denke ich am besten nach. Einfach machen. Und probieren. So. Stampfi, Stampfi und... Ach so. Ah. Ja gut, und jetzt habe ich die Ebene darunter nämlich beigelegt, wie ich mir das dachte. Gut, gibt es jetzt hier irgendwo noch irgendwie was Verstecktes? Also auf der anderen Seite gab es nur Stacheln eigentlich. Dann wäre jetzt hier noch was, aber da sehe ich jetzt auch direkt nichts. Vielleicht in der Mitte nochmal springen. Nö, okay. Gut, verlassen. Speichern. Ja, so auf jeden Fall nicht. Geronimo! Wow, wow. Und hier dürfte ich jetzt ja eigentlich auch rübergehen. Oh Gott. Hilfe. War ich jetzt oben auf der linken? Ja, war ich schon. Wenn ich nicht nachdenke, denke ich am besten nach. Perfekt, fühle ich. Ja. Das hat sich, also sagen wir so, seit gestern Abend hat sich das irgendwie bestätigt. Nicht nachdenken beim Spielen, einfach machen. Wieso ist der Bereich nicht sicher? Ich möchte jetzt bitte vom Spiel wissen, warum rechts 3 cm weiter es sicher war und hier nicht, aber okay. So, das sieht schon wieder ganz ekelhaft aus. Geht drauf, danke. Ih, das sind die lebenden Reste. Wait. Kann ich? Nein. Ah, hier ist wahrscheinlich dann der Dingenspunkt. Dagegen was steuern sollen? Keine Ahnung. Ah, der Lay. Moment, Moment, halt, halt, halt. Moment. 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 Ich habe gerade ein Problem. Bin ich irgendwo sicher? Oh, bitte lass mich hier sicher sein in der Ecke. Nein. Okay. Ich habe da, das habe ich nie gemacht. Könnte erklären, warum ich so ein Problem in dem Gebiet hatte. Was hast du nie gemacht? Die ganzen Lavaströme deaktiviert oder was? Igitt. Einmal live. So. Also, Laser dreht sich. Und ich muss schnell machen. Und ich muss sehr schnell machen. Ich muss sehr, sehr schnell machen. Und dahinter gehen. Könntest du? Nein, du kannst einfach schieben, danke. So. Jetzt habe ich ein Problem, oder? Au. Ah, da gibt es Schaden drauf. Igitt. So, schieben, 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 schieben. Wobei, ich müsste doch eigentlich rein technisch bin ich da hinterher geschützt. Ja, bin ich. Wenn das Ding nicht auf mich drauf fallen würde. Dieses Abstoßen, oder? Ich hab's vergessen. Okay. Ganz knapp zwar nur. Kann ich nicht eigentlich. Nee, das Ding kann ich komischerweise nicht wegkicken, wie das komische Strohball-Ding. Rein da mit dir. Und jetzt. Ist das Laser-Ding aus? Ja, es ist aus. Dieses Abstoßen. Das ist doch die letzte Fähigkeit, die man direkt davor bekommt. Also eigentlich. Ah. Ich meine, ich stelle mich teilweise an, aber eigentlich ist es doch offensichtlich, dass man das machen kann dann. Sagte er und saß gestern bei diesem komischen Gravitationsrätsel. Weiß nicht, ich mag den Supersprung. Der ist angenehm zu nutzen. Der ist zumindest deutlich besser und angenehmer als in Celeste der komische Wavejump, den es da gab. Hilfe. Hilfe. Genau, darauf habe ich gewartet. So.